Oder ist Trine wieder aufgewacht nach 3 Wochen und wird jetzt Hauptbürgermeisterin. Guten Tag, Dian. Guten Tag, Dian. Na, ja. Jake? Wer denn sonst? Hallo, Holden! Howdy, Ruby. Wie jetzt? Was denn wie? Jetzt wart doch einfach mal ab, die reden. Es also kommen auch noch welche und dann gucken wir mal weiter. Ja? Herzlichen Glückwunsch. Andele! Bewegung! Herzlichen Glückwunsch. Geburtstag. Ja, danke. Heute soll es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie ein Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag und darum feiern wir. Alle deine Freunde singen hier mit dir. Wunderschön. Ja. Ja, ich sehr bin schön. Ganz schönes Singkehlchen. Ja. Jetzt Ruhe. Steffen, die was auch mal kann man. Ist die auch mal wer oder was ist hier los? Ruby. Ruby! Bitte. Continuos. Bin du doll ruhig. Also falls sie was sagen, müssen sie lauter reden. Ich glaube, sie sagen noch nichts. Besser. Vergessen Sie die Farmen nicht. Bitte? Die Farmen, die Farmer. Bitteschön. Stimmt, die Farmer. Und jetzt aber schon. Ja, die kriegen das ja sonst nicht mit. Ist genau. Ja wichtig, es betrifft die ja auch. Richtig. Okay, ich möchte doch mal auf dem Boden. Deswegen sollten wir uns so beeilen hier. Und dass der für schneller sein kann, kann ja keiner wissen, dass sie so lange brauchen. Howdy. 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 Hallöchen. Kann ja nochmal ein paar Telegramme lesen. Hat keiner gehört. Gut, dann bleibe ich halt stehen. Gibt's Kuchen? Ruby. Den Kuchen wäre schon gut. Was denn? So eine Feierlichkeit? Guten Tag, Sonne. Doch mal Kuchen. Hallo. Ja, so ein Keks. Naja, warte doch erstmal ab. Ist ja Vanille, nicht mal Schokokeks. Hey. Ruppi. Was denn? Du hast Danke falsch ausgesprochen. Genau. Muchas gracias, guapa. Ja, warte. Hier, den. Doof? Hast du jetzt einen Pferdekeks gegeben? Pferdekeks. Kannst den Pferdekeks selber fressen. Ganz ey, wir sind bestimmt von mir, wir sind unsere Hut. Oh, vielleicht tritt du kannst doch Stardust nicht mehr. Genau. Ach ja. Also kannst... Julia, mit der Corsage hätte ich dich jetzt fast nicht erkannt. Ja, Überraschung. Ich bin eigentlich nur noch die Mistgabeln und die Fackeln. Ja, sieht sehr gut aus. Ja. Aber hier, guck mal, was sagst du denn zu meinem Kleid, ne? Ich hab noch eine Laterne. Das ist schick. Ja, vor allen Dingen voll ungewohnt. Die Schuhe habe ich schon ausgezogen und ich glaube, meine Corsage habe ich im Tee ausliegen lassen. Ist aber nicht dunkel genug. Gewöhnst du dich schon an dein Hochzeitskleid oder was? Ja, vielleicht. Ist ja nicht mehr lang. Hallo, Mr. Lenkhoff. Nein, schönen Abend. Hallo, Ortega. Ich habe gehört, Marie ist eingeladen, ne? Irgendeine Bekanntmachung. Was sagst du, Julia? Ich sag, ich hab gehört, Marie ist eingeladen worden. Und ja, ja. Wir können machen. Die freuen sich schon. Davon. Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Kann nur gut werden. Ja. Ich hoffe, sie beeilen sich mit bekannt machen. Das müssen wir gleich mit dem Zug fahren. Hört sich so an.
Ja. Können wir bitte nicht singen? Was? Singen? Singen ist doch hervorragend. Amazing Grace. Was? Anwesend. Ich lasse es jetzt. So klang doch gut. Ah, es wird sich schon klären wahrscheinlich, ja? Ich habe nur singen gehört, deswegen, Entschuldigung. Ja, leg los! Nein. Nein, doch, schon. Hab ich doch gerade. Kannst du nach der Vereinigung machen. Was sagst du, Liebling? Kannst du nach der Vereinigung machen. Kurze Vereinigung. Ja, werte Herrschaften, vielen Dank, dass Sie es so spontan ermöglicht haben, hier vorbeizukommen. Ich möchte es auch nicht länger machen, wie es ist. Herr Holden hat eine ausführliche Rede vorbereitet, von daher genießen Sie ein paar kurze Worte von mir, bevor Sie mehr von Mr. Holden hören. Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, hat der Bürgermeister Hofrichter die Miss Holden vom Amt der stellvertretenden Bürgermeisterin der Stadt Rhodes aberkannt und in diesem Zuge den Ehemann Mr. Holden als Nachfolger vorgeschlagen, weshalb wir nach seiner Antrittsrede zur offiziellen Vereidigung und Einsetzung für dieses Amt kämen. Mr. Holden. Ja, also ich darf erstmal danke sagen, dass alle hier so zahlreich erschienen sind, auch vielleicht so spontan. Meine ausführliche Rede ist tatsächlich gar nicht so ausführlich, denn ich habe nicht mal ein Blatt Papier dabei, auf dem was steht. Ich improvisiere jetzt einfach ein bisschen. Ich denke, der ein oder andere von Ihnen dürfte mich kennen. Und mir liegt das Interesse der Bürger hier in Rhodes sehr, sehr am Herzen. Deswegen möchte ich gar nicht groß drum herum reden und möchte mich für das Wohlergehen jedes einzelnen Bürgers und jedes einzelnen Gewerbetreibers, Inhabers, Mitarbeiter hier in Rhodes sorgen und da stehen gerne dann jederzeit bei Rückfragen oder bei irgendwelchen persönlichen Anliegen immer gerne zur Verfügung. Ich freue mich auf die Zeit, die auf mich zukommt und denke doch, dass wir in Rhodes eine sehr, sehr starke Gemeinde sind und wir uns alle gegenseitig unterstützen. Danke. Ja, vielen Dank, Mr. Holden. Gibt es Fragen an den künftigen stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Rhodes? Dann gibt's Kuchen. Oh, Ruby. Ich denke, wir warten vielleicht noch ein kleines bisschen, aber es gibt später Kuchen. Wehe, wenn nicht, Holden. Ruby! Sagen wir es mal so. Sollte der Herr Mr. Later vielleicht vorbereitet sein, lade ich gerne Gemeinde Rhodes zum Essen und Trinken nach der Versammlung hier beim Bäcker ein. Ich bin immer vorbereitet. So. Das geht natürlich auf meine Kosten. Das klingt super. Ja. Gut, gibt es weitere Fragen an den künftigen stellvertretenden Bürgermeister Holden? Wann sind Sie immer anzutreffen, wenn wir unsere Steuern bezahlen wollen? Ich denke, im Normalfall würde ich das Ganze so weiterführen, wie es meine Ehefrau bis jetzt gemacht hat, dass ich die Steuern gerne immer sonntags abends entgegennehme. Aber auch dort kann es mal vorkommen, dass ich zeitlich vielleicht verhindert bin und vielleicht nicht anzutreffen bin. Dann würde das entsprechend wahrscheinlich den Montag oder den Dienstag darauf passieren. Aber sonntags, montags, dienstags dürfte ich immer anzutreffen sein. Genau. Sehr gut. Und natürlich jetzt vielleicht ein bisschen dreist die Frage, das in die Runde zu stellen. Haben Sie eine Telegrammnummer, dass man Sie zur Not anschreiben kann, wenn man Sie nicht angetroffen hat? Selbstverständlich. Das wäre ja nett. Das wäre die 158. Sehr gut, vielen Dank. Nun, Mr. Holden, dann gehen wir über zum offiziellen Teil. Sie dürfen Ihre Hand auf die Bibel legen und Ihre andere Hand erheben. Colin. Und mir die folgenden Worte nachsprechen. Ja, machen wir. Ich, Jake Holden, schwöre vor Gott, dem Allmächtigen. Ich, Jake Holden, schwöre vor Gott, dem Allmächtigen. Die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika.
die Gesetze des Countys Lemoyne? Gesetze des Countys Lemoyne? Die Ordnung der Stadt Rhodes. Die Ordnung der Stadt Rhodes. Ehren und Schützenwerte. Ehren und Schützenwerte. Ich bekenne mich zu den Grundsätzen unserer Gesellschaft. Bekenne mich zu den Grundsätzen unserer Gesellschaft. Und werde diese nach meinem Möglichsten verteidigen. Mhm. Und werde diese nach meinem Möglichsten verteidigen. Zudem versichere ich, für das Wohl der Bürger zu sorgen. Zudem versichere ich, für das Wohl der Bürger zu sorgen. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. Ja, Kraft der mir verliehenen Befugnis als Governor ernenne ich Sie zum rechtmäßigen stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Rhodes. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Herzlichen Glückwunsch! 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 Nie wieder Steuern zahlen! Herzlichen Glückwunsch! Lebenslang Kuchen! Das war mir klar, Ruby. Ja, Ihre Stadt, Mr. Holden. Signore, darf ich jetzt eine Waffe bringen? Die beste! Definitiv die beste des Countys. Und jetzt lasst es uns nicht unangenehmer machen, wie es ist. Alle ab zum Bäcker. Kuchen! Ja. Kuchen für alle! Ist für uns mit! Entschuldigen, Mr. Holden. Wir sind leider noch beschäftigt. Kuchen ist immer gut. Ich glaube, mit diesen wir zu fahren. Ja. So weiter. Danke. Ich hätte dich jetzt aber auch nicht erkannt, ehrlich gesagt. Danke. Ja, gut, machen wir das.